Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel. Ach was, das wisst ihr ja. Wir sitzen hier nicht bei mir zu Hause, sondern in einem Parkcafé. Bei mir ist Thorsten, der dankenswerterweise seine Uhr mitgebracht hat. Thorsten, magst du was zu dir sagen, welche Uhr du mitgebracht hast und warum? Ja, sehr gerne, Axel. Ja, erstmal vielen Dank für deine Einladung. Bin mega gespannt auf heute. Ich habe heute meine Sinn 13.1 dabei, die ich relativ neu habe. Und ja, das ist ja der Grund, warum wir uns heute treffen, um uns mal die Uhr gemeinsam anzuschauen. ECM 13, den gibt es nicht mehr, oder? Den 13.1, doch, der ist in der aktuellen Kollektion von bei Sinn momentan erhältlich. Ich muss ja zugeben, ich habe diese Uhr getauscht. Also ich habe sie nicht direkt bei Sinn gekauft. Ich war vorher im Besitz der Sinn 757-2, die limitierte Version, die ist ja nur 75 Mal gab. Das ist die sandgraue braune gewesen, ne? Das war diese Sand, ja, diese graue cremefarbene mit dem cremefarbenen Ziffernblatt. Und ja, ich habe im Sinn-Uhrenforum auf Facebook einen 757-Verrückten gefunden. Und da mir diese 13.1 vorgeschwebt ist und er sie auch zufällig hatte, ja, kam es dann zu dem entsprechenden Tausch, weil die 757 bei mir eigentlich gar keine Tragezeit mehr bekommen hat, weil sie mit den 43 mm Film, ihr seht ja hier mein schmales Handgelenk. Stimmt, die 757, ich habe ja die 756 und die ist mit 40. Richtig, genau. Gut tragbar, zwar ein bisschen thunfischdosenmäßig, weil sie relativ hoch ist, aber... Genau, und die 757 mit den 43 hier gerade für mein sehr schmales Handgelenk war dann doch etwas groß, das war aber meine erste Sinn gewesen. Und ja, jetzt sind zwei glücklich. Sehr cool. Alex hat die 757, ich habe die 13.1, ja, und bin sehr happy damit und macht mir viel Freude. Was für Maße hat die? Magst du sie mal abnehmen? Ja, die Uhr hat einen Durchmesser, wie es ja immer so schön heißt, ohne Krone von 41, hat eine Bauhöhe, meine ich, von 15 mm. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Lack-to-Lack, den habe ich jetzt selber gar nicht gemessen. Der wird bei Sinn auch nicht angegeben. Müsste aber so irgendwo bei 47, 48 liegen, gehe ich von aus. Ja, die ist relativ kurz, ne? Das passt eigentlich ganz gut auch an schmalere Handgelenke. Ja, also die, also ich finde, sie ist optimal für mein Handgelenk. Ich habe erst ganz am Anfang so ein bisschen gefremdelt, da die Drücker auf der linken Seite sind. Muss aber sagen, genau das macht die Uhr aber für mich auch so ein bisschen aus. Es ist eine Toolwatch, Taucheruhr und macht das Ganze auch besonders. Und ja, auch gerade Leute, die die Uhr sehen, die wenig Uhrenerfahrung haben, schauen doch dann schon mal etwas genauer hin. Wie ist denn das bei dir mit dem Stellen? Ich habe ja auch zwei, drei Lefties. Ja. Und ich finde das Stellen und Aufziehen ein bisschen kompliziert, weil das alles in die andere Richtung ist mit der falschen Hand. Und ich drehe so meistens so rum, dass ich doch mit der rechten Hand stelle und dann auf dem Kopf die Uhr habe. Ja, passiert mir manchmal auch. Ich muss auch echt zugeben, manchmal ziehe ich sie auch falsch rum erst an, um dann zu sehen, dass die Krone auf die linke Seite gehört. Es hat sich ein bisschen eingespielt. Ja, manchmal drehe ich sie auch, weil es dann doch einfacher ist. Man ist es gewohnt, von seinen anderen Uhren her die Krone rechts zu haben. Aber spätestens dann zum Einstellen wird es dann wieder richtig gedreht. Aber es hat sich eingespielt. Am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich würde sagen, das passt doch eigentlich ganz gut. Mhm. Die hat Stoppsekunde aus der Mitte. Ja. Permanenzsekunde auf 3. Richtig. Und dann, die hat das SZ1-Werk drin. Ist das SZ2, das ist die Weiterentwicklung des SZ1. Ich glaube, das SZ1 wird aktuell nicht mehr verbaut. Okay. Weil es sind, das SZ2 findet sich in der einen oder anderen Uhr. Und das war auch nochmal so ein kleiner, ja, das ist so einer der Punkte gewesen, die mich an der Uhr gereizt haben, so ein paar Besonderheiten. Mhm. Mir gefallen allgemein bei Sinn die, ja, diese technischen Spielereien. Ich sag mal so, ich bin ein Wassergänger im Schwimmbad. Ich brauche keine 500 Meter Wassertiefe, aber dass die Uhr hat, das finde ich einfach spannend. Wir haben hier die 60-Minuten-Teilung unten auf 6 Uhr. Das ist halt durch dieses SZ2, das ist ja eigentlich in Weihu 77,50. Da haben wir Besuch. So. Der spielt woanders weiter. Und das macht die Uhr alles so ein bisschen
besonders. Ich meine, wir haben hier noch die Sinn-Trockenhaltetechnik. Hier sehen wir die Kapsel. Wir haben den unverlierbaren... Oh, die ist ja noch ganz weiß, das ist ja herrlich. Ganz weiß, da gibt es aber auch gleich noch mal was zu sagen. Die ist ja herrlich, doch. Und wir haben den unverlierbaren Drehring. Wir haben hier bei den Drückern die 3D-Technik der Abdichtung bei den Drückern für den Chronographen. Da haben wir darüber gesprochen, bevor die Kameras angingen. Ne? Richtig. Die Diskussion, kann man, darf man, soll man unter Wasser? Wasser? Genau, ich hatte dies letzte Woche gehabt. Im Schwimmbad war ich mit den Kindern gewesen und ja, in der Facebook-Sinngruppe kam das Thema auf. Kann man die Drücker unter Wasser drücken? Ich habe gesagt, ich tue es, ich habe es getan und der Uhr ist nichts passiert. Man sieht auch, die Trockenhaltekapsel ist nach wie vor strahlend weiß. Ja. Passt alles wunderbar. Die Uhr hat auch keine Funktionsstörung. Also von daher muss ich sagen, die Uhr hat es wunderbar ausgehalten. Ich habe auch letzte Woche mit Sinn auch in Frankfurt noch mal telefoniert. Also sollte bei der Uhr kein Problem sein. Okay. Hast du jemals überlegt, die Datumscheibe wechseln zu lassen? Das ist ein gutes Thema. Das ist so ein kleines Manko, was mich an der Uhr so ein ganz kleines bisschen stört. Das ist dieses Rote dieser Datumscheibe. Ich drehe sie mal bewusst in Schatten. Ja. Ja, weil da kann man... Man kann das Datum... Da kann man gut sehen, dass man nichts sieht. Genau, man kann gut sehen, dass man das Datum eigentlich im Alltag nicht ablesen kann. Da gab es ja auch schon unzählige Diskussionen zu. Ist es eine Einsatzuhr? Ja, sind wir mal ganz ehrlich, keiner taucht so lange, dass er unter Wasser ein Datum braucht. Nein, braucht er nicht. Also man hätte es für mich eigentlich auch weglassen können. Ja, und wenn ich es dann mache als Kompromiss oder Brückenuhr in Anführungsstrichen, dann sollte man es auch nutzen können. Dann sollte man es nutzen können. Ich weiß nicht, ob man das bei Sinn nachrüsten lassen kann. Ja, kann man. Also ich hatte ja mal den EZN3. Mhm. Den habe ich mittlerweile leider verkauft, traue ich auch ein kleines bisschen nach. Und da hatte der Vorbesitzer schon das rote Datum gegen ein weißes austauschen lassen. Also beim EZM3 geht es. Mhm. Darum würde mich sehr wundern, wenn das hier nicht ginge. Ja, also das sind so Gedankenspiele für die Zukunft. Vielleicht lasse ich es nochmal machen. Momentan kann ich damit ganz gut leben. Bei der ersten Revi. Also dafür würde ich die Uhr auch nicht extra aufmachen lassen. Nein, also von daher, das Ganze passt. Also ich bin mit der Uhr super zufrieden. Die Uhrzeit lässt sich wunderbar ablesen. Auch das Thema, was du bei deinen Uhren auch immer wieder ansprichst, das ist die Ablesbarkeit bei Nacht. Die Leuchtmasse, leuchten wie Hulle, oder? Ja, also es ist ein kleiner Leuchtkeks bei Nacht, wenn man sie gut angestrahlt hat im Vorfeld. Ich muss ehrlich zugeben, ich gucke nachts sehr selten drauf, dann schlafe ich. Aber wenn es dunkel wird, man kann die Uhrzeit wunderbar ablesen. Ja. Und mich ruft so ein, zwei Mal nachts die Biologie und dann bin ich immer ganz froh, wenn ich die Uhr ablesen kann. Ja, ja, ja. Wenn du drei Punkte rausstellen müsstest bei der Uhr, die besonders sind oder die für dich unverkäuflich machen, welche drei wären das? Ach, das sind, glaube ich, eigentlich sogar noch viel mehr Punkte. Also das ist einfach die Robustheit dieser Uhr. Dazu muss ich sagen, ich habe zwei kleine Kinder, 3 und 5 Jahre, und die kriegen die Uhr auch mal in die Hand und das muss eine Uhr abkönnen. Wir haben das Saphirglas. Sie ist robust, sie ist zwar nicht tegmentiert, aber man sieht, sie hält alles aus. Durch die Perlstrahlung ist sie auch nicht so empfindlich. Richtig. Die gute Ablesbarkeit, das ist für mich ein großer Punkt. Die Stoppuhr ist für mich ein großer Punkt, weil mein Großer kommt, er kann zwar die Uhr noch nicht lesen, Zeit sagt ihm noch nicht so viel, aber es kommt immer wieder das Thema, Papa, wie schnell bin ich, wie schnell mache ich das, wie schnell bin ich, wie schnell kann ich laufen? Ich stoppe dann aus Spaß. Ich nutze die Stoppuhr aber auch im Alltag. Waschmaschine läuft im Schleudergang, ich stoppe die Zeit und gucke auf die Uhr, wann sind die 15 Minuten des zweiten Schleudergangs rum. Ich setze das auch ein. Hast du jemals irgendwas gehabt, wo du mehr als die Stunde gebraucht hättest? Nein. Ich habe also auch viele Chronographen und ich stoppe eigentlich im Wesentlichen zwei Zeiten. Das ist das Frühstücksei und die Fußballhalbzeiten. Ja, also. Und das ist alles unter einer Stunde und das, was länger ist, da nutze ich dann tatsächlich den Drehring. Wenn ich eine Waschmaschine anstelle und auch die sagt dann, ja.
eine Stunde 35 Minuten, ja, da stelle ich mir die Zielzeit über die Lünette ein, aber nicht über die Stoppuhr. Ja, auch eine Möglichkeit. Ja, aber das sind so die Punkte, das ist die Ablesbarkeit, das ist die Stoppfunktion, es ist die Robustheit der Uhr und das macht das eigentlich für mich aus, diese Technik, dann, dass sie 500 Meter wasserdicht ist, das hat sie nun mal, brauche ich im Alltag nicht, aber es ist okay. Magnetfeldschutz. Haben ist immer besser als brauchen. Richtig, genau. Ich habe einfach Spaß an den Techniken dieser Uhr. Hier sehen wir hier auch die ersten Fingerabdrücke auf dem Glas. Und das macht Sinn für mich allgemein. Mhm. Sehr speziell auch schön. Ich habe mittlerweile 3 Sinnuhren und könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch mal eine 4. geben wird irgendwann. Uhren sind Rudeltiere. Ja, das stimmt. Sie sind selten gern alleine. Und wenn du jetzt was verbessern müsstest an der Uhr, weil du trägst die ja viel, du hast sie. Hat viel Tragezeit, das ist richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt nichts gibt, was dich stört. Es wäre wirklich eigentlich nur die Datumscheibe. Okay. Das wäre so der einzigste Punkt, wo ich sagen würde, da würde ich, wenn vielleicht schwarz auf weiß. Weiß auf schwarz machen. Ja, weil das würde, denke ich mal, vielleicht auch eher passen, auch zu den Indizes. Das wäre okay, aber ansonsten habe ich eigentlich keine Verbesserungsvorschläge bei der Uhr. Das ist ja eigentlich die letzte Uhr, wenn es nicht besser geht. Na, die letzte wird es garantiert nicht sein, aber es ist eine für mich, hat alles über. Weißt du auswendig, wo die Preissicht bei Sinn jetzt liegt? Sie liegt mittlerweile, jetzt nach der letzten Preisanpassung, mittlerweile am Stahlband, meine ich, hat sie die 3.000 Euro überschritten. Liegt bei 3, nagelt mich jetzt nicht fest, bei 3,1 ungefähr, Pi mal Daumen müsste sie jetzt liegen. Ja. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber die ist SZ2-Werk drin, die ist magnetfeldgeschützt, die hat die D3-Drücker. Das ist schon, man kriegt schon viel für sein Geld, ne? Aber es ist eben auch viel Geld. Es ist viel Geld, aber ich muss natürlich auch sagen, ich bin in Frankfurt geboren, ich lebe vor den Toren Frankfurts, vor der Höhe. Von daher ist das natürlich auch so ein bisschen... Da wird sich doch eine Fiepler anbieten, eine Finanzplatzuhr. Wäre vielleicht auch noch eine Option, aber ich bin nicht so der Fan von diesen Dressuhren. Ich finde, die 6060 ist für mich so eine Art deutsche Moonwatch. Ich finde die richtig klasse. Trikompax-Anordnung und finde ich echt richtig klasse. Da legst du natürlich noch mal 1.000 Euro im Vergleich zu der drauf. Ne? Ja, das ist richtig. Ich meine, ich bin sehr häufig bei Sinn im Hause, weil es ist für mich ein Katzensprung. Die Kinder lieben die kleinen Schokoherzen. Damit kann ich sie ein paar Minuten ruhig stellen. Papa kann nach den Uhren schauen. Kaffee trinken. Ein Käffchen trinken, super Service. Nette Leute dort. Es macht einfach Spaß. Also bist du dann in Rödelheim oder am Römer? In Rödelheim, weil das ist für mich ein Katzensprung. Ist auch ein Parken besser. Ja. Man kann wunderbar vor dem Haus parken. Ja, also das passt einfach. Habe mir neulich auch die Sinnausstellung angeschaut, die Werksbesichtigung schon gemacht. Super, ne? Mit dem Wagen da unten. Haben sie toll gemacht. Habe mir dieses Interview mit den 2 Ärzten angeschaut, da war ich live vor Ort gewesen. Haben sie toll gemacht. Super. Also gefällt mir wirklich. Darf ich die mal anziehen? Natürlich, ja klar. Muss mal gucken, ob und wie ich am Stativ vorbeikomme. Weil ihr könnt das, glaube ich, auf irgendeinem Video sehen, dass wir hier ziemlich... Ich halte die mal kurz nebeneinander zum Größenvergleich. Mhm. Links der EZM13 und rechts die Guinan Flight Engineer. Von den Maßen her müssten die ziemlich gleich sein. Ne? Das sind 2x41? Ja, 2x41. Und trotzdem wirken die so unterschiedlich durch die unterschiedliche Bedruckung des Blattes, durch die unterschiedliche Größe der Schriftart auf der Lünette. Ich finde es immer erstaunlich, wie unterschiedlich Uhren wirken, die nominell gleich groß sind. So, jetzt lasse ich die mal liegen, dass das Bild nicht leer ist, während ich die anziehe. Ja, manchmal das Handgelenk. Ja, das ist... Hier rum.
sieht doch gut aus. Ja, wirkt eigentlich ja auch nahezu perfekt. Ne? Ja, echt tolle Uhr. Die hatte ich bei mir auch schon immer mal wieder auf der Liste stehen. Und ich habe auch schon mit dem Einsatzzeitmesser 3 geliebäugelt. Der war so im ersten Fokus gewesen. Aber ja, schlussendlich dann doch hier für den 3. Ja, der ECM 3 hat halt den ganz, ganz großen Vorteil, der ist noch flacher, ne? Er ist noch ein bisschen flacher, ja. Er ist auch noch ein bisschen ruhiger natürlich auf dem Ziffernblatt, weil... Und kostet nur die Hälfte. Und kostet die Hälfte, das ist richtig, ja. Aber von der Technik her... Ja, nee, auch nicht mehr, die ist auch über 2. Nach der neuen Anpassung ja. Gut möglich, ja, ja, ja. Obwohl, vielleicht ein Punkt noch, wenn diese Uhr noch die Tegmentierung hätte, wie die U1 zum Beispiel, oh ja, dann wäre es vielleicht, oder vielleicht doch auch aus U-Boot-Stahl gefertigt, dann, ja gut, das wäre vielleicht nochmal ein absolutes ja. Highlight für diese Uhr, aber so wie sie ist, ja. Für mich perfekt. Ja. Ist jetzt natürlich schade für alle, die das Video gucken, dass wir hier keine, in Anführungsstrichen, Dunkelkammer haben, dass wir das Nachtbild nicht zeigen können. Aber an dem Punkt verweise ich mal auf mein Video zum EZM3. Ich vermute, dass das ganz ähnlich. Diese auf den ersten Blick doch sehr dünnen Zeiger sind echt grandios ablesbar. Die müssen wirklich richtig, richtig dick und satt mit Leuchtmasse belegt sein. Ja. So wie die leuchten. Die leuchten nicht nur hell, die leuchten auch eh nicht lange. Ne? Die gehen wirklich die ganze Nacht durch. Ja, also die leuchtet lange, satt. Und die Uhrzeit ist wirklich jederzeit wunderbar ablesbar. Ja. Super. Jetzt machen wir weiter. So, jetzt haben wir den Blick frei. Ja, danke dir sehr. War echt super interessant, auch mal die Erfahrung von einem anderen zu hören, weil meinen Blick auf die Uhren kenne ich ja. Und ich habe eigentlich immer irgendwas auszusetzen an einer Uhr. Das Was wäre denn dein Verbesserungsvorschlag für diese Uhr? Na gut, da ich die jetzt so lange nicht getragen habe, was ich zum Beispiel, und das müssen wir hier, jetzt wird es spannend, weil wir keinen Kontrollmonitor mehr haben, was mich bei allen Sinnuhren ein kleines bisschen stört, ist, dass die Hörner eckig sind und die endlinks rund. Ist mir so noch nicht aufgefallen. Jetzt werde ich es wahrscheinlich jeden Tag sehen. Aber das tut mir jetzt sehr leid. Nein, braucht ihr nicht leid tun. Aber da würde ich mir wünschen, dass das Sinn das ein bisschen besser anpasst. Mhm. Weil diese Endlinks, die sehen für mich generisch aus, dass die an die U1-Hörner passen. Und an diese Hörner sind, hat ja im Wesentlichen 3 Hornformen. Mhm. Die kurzen, dicken, runden von der U1, mhm. dann hier diese eckigen und dann die etwas dünneren, schlankeren. Mhm. Und die Endlinks sind für alle Uhren gleich. Das sieht für mich immer so ein bisschen aus, als hätten sie da einen Kompromiss gemacht, der überall irgendwie dran passt, mhm. aber nirgendwie hundertprozentig. Mhm. Und wenn ich schon ein Gehäuse mache, wo ich eine Phase reinschleife, was ein bisschen konisch zuläuft, was eckig ist, würde ich mir wünschen, bei einem Preis von 3.000 €, könnte man da sicherlich auch noch was tun, die Form aufnimmt. Ja. Ja, ich sag mal so, wenn man direkt gleich beim Armband bleiben würde, eine Schnellverstellung wäre vielleicht auch noch ganz hilfreich, weil wann nimmt man immer einen Stift mit, um die Uhr vielleicht noch mal anzupassen, wenn man unterwegs ist, gerade im Sommer, wenn denn die Handgelenke etwas dicker werden. Das wäre vielleicht auch noch mal ein Thema. Da sind wir übrigens getrennter Meinung, geteilter Meinung. Ich habe einige Uhren mit Schnellverstellung, auch diese Ratchet Clasps, ja, die du so auseinanderziehen kannst. Ich mag die alle nicht, weil das die Schließe dicker und größer und länger macht. Mhm. Gut, das ist jetzt ein Problem von einem persönlichen Tragegefühl. Aber was ich insbesondere an dieser Schließe wahnsinnig gerne mag, die kannst du selber mit Schraubenzieher und Zange reparieren. Wenn sie ausleiert, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn da Sand drin ist, dann hält sich unter Wasser, die hast du sofort sauber, da hast du keinen feinen Mechanismus, der verkleben kann, wo sich ein Sandkorn reinsetzen kann oder sonst irgendwas. Ja, gut, das stimmt, also man sieht das ja hier, man kommt überall schnell dran, man kann sie wunderbar, wenn man eine alte Zahnbürste nimmt, kann man sie wunderbar reinigen, das ist auf jeden Fall gegeben. Und deshalb mag ich die eigentlich wahnsinnig gern. Das Einzige, was halt ist,
dass diese Schließe, wenn sie nicht gut eingestellt ist, leider das Problem hat, dass sie sich öffnet, wenn du an der falschen Seite hängen bleibst. Gut, das hatte ich bisher noch nicht gehabt. Was ich gut finde, ist... Ich zeige es dir mal an meiner Uhr. Das Band ist verschraubt. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist aber auch schon das Torx, ne? Ja. So, wenn du jetzt auf der Seite hier hängen bleibst, ich habe die jetzt richtig, ich habe sie eingestellt. Vorführeffekt. Nee, das ging hier extrem leicht, ich habe das eingestellt. Wenn du hier hängen bleibst, ja, dann öffnet sich nicht nur die Tauchverlängerung, sondern die ganze Uhr geht auf, dann rutscht das vorne raus. Okay. Und das ist mir, als die nicht gut eingestellt war, ein paar Mal passiert, wenn die Hand in die Jeanstasche ging. Wenn du irgendwie sitzt und es ein bisschen eng ist, dann bin ich damit hängen geblieben. Mhm. Und beim Rausziehen war dann die Uhr in der Tasche und der Arm nackt. Das geht ja noch gut, wenn es in der Hosentasche bleibt, wenn es dann woanders hinfällt. Also da musste ich ein paar Uhren nachstellen. Alles in allem nicht so dramatisch schlimm. Aber das ist, glaube ich, lässt sich bei dieser Art Schließe nicht anders lösen. Ja, also wir hat da noch keine Probleme mit gehabt. Also bis jetzt hat in allen meinen Uhren die Schließe immer wunderbar gehalten. Das hat funktioniert. Aber wie gesagt, das sind noch so kleine Nuancen. Aber für mich die perfekte Uhr. Ja, super. Ja, ich danke dir sehr. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ich danke dir auch. Wenn du noch mal so ein Schmuckstück hast, können wir das doch gerne noch mal wiederholen, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Wobei ich glaube, ich weiß, wie es ausgeht, weil diese Dialogformate mögt ihr eigentlich immer sehr gerne. Ja, ich bin auch mal gespannt, vor allem wenn das Video live geht, mal live dabei gewesen zu sein. Axel, mach weiter so mit deinem Watchmaxel-Kanal. Es macht unheimlich viel Spaß. Lass dich nicht beirren. Du machst das super gut, authentisch und schaue ich immer wieder gerne. Mach weiter so. Danke. Ich danke dir. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Ciao.